Ja, moin Leute, ich habe heute einen total spannenden Gast hier, und zwar den Steuerberater Stefan Mücke, der auch den gleichnamigen YouTube-Kanal betreibt und ja, viele Leute halt ein bisschen berät, was halt auch PV und so weiter angeht oder auch viele, viele sehr interessante Videos gemacht hat, weil das ganze Steuer und PV ist ja nicht ganz so trivial. Und heute würde mich interessieren, oder ich wollte ihn gerne ein bisschen dazu befragen, wie das eigentlich so bei so einer DIY-Anlage, wie es jetzt zum Beispiel bei mir ist, so aussieht, weil man ja wirklich alles selber gemacht hat und ich müsste jetzt zum Beispiel auch die Steuer selber anmelden und da habe ich schon tausend Fragezeichen, als ich auch einfach nur angefangen habe, weil ich schon gar nicht verstanden habe, welche Steuern und so weiter. Deswegen erstmal hallo, vielleicht kannst du dich auch noch mal ganz kurz vorstellen, bevor wir starten. Jawohl, hallo Andreas, grüße dich. Vielen Dank für die Einladung heute zu dem gemeinsamen Talk über die Steuern und die PV-Anlage. Ja, du hast gesagt, Steuern und PV-Anlage ist nicht ganz so trivial. Das Problem ist im Prinzip, dass ja der Betreiber einer PV-Anlage steuerrechtlich ein Gewerbetreibender ist, wie wenn er einen Vollgewerbebetrieb unterhalten würde und dann umsatzsteuerrechtlich auch noch ein Unternehmer wäre. Und wenn man Glück hat, redet man auch noch über die Gewerbesteuer. Also im Prinzip haben wir drei Steuerarten, die auf einen Betreiber einer PV-Anlage zukommen kann, theoretisch. Aber wir müssen sagen, die Gewerbesteuer, die können wir gleich mal außen vor lassen. Die spielt für uns in der Praxis für den Betreiber einer PV-Anlage auf dem eigenen Dach gar keine Rolle. Also das heißt, wir dürfen uns nur um die zwei Steuerarten Einkommensteuer und die Umsatzsteuer kümmern. Das sind die Themen, die im Prinzip jeder PV-Anlagenbetreiber einmal zu beachten hat. Ja, das ist eigentlich total interessant. Also die, sagen wir mal, die allererste Frage, so bevor wir da jetzt nochmal so ein bisschen tiefer einsteigen, ist so, ich habe jetzt also zum Beispiel selber so eine PV-Anlage gebaut und jetzt kommt der Punkt, ich muss mich um die Steuer kümmern irgendwie, ne? Was ist da eigentlich so als erster Schritt zu tun sozusagen? Also muss ich mich dann beim Finanzamt melden? Muss ich dann Gewerbe anmelden? Also ich zum Beispiel, ich habe beim Gewerbeamt angerufen und habe dann gefragt, also hier bei unserem hiesigen Gewerbeamt, ja, muss ich jetzt ein Gewerbe anmelden oder nicht? Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Und der Mann meinte zu mir, das wäre ja albern. Da wären Sie ja ihr einziger Kunde oder sowas. Und dann hat er gesagt, nee, müssen Sie nicht, ne? Und dann habe ich aber wieder von vielen anderen gehört, doch, musst du. Und das sind so Fragen, wo ich jetzt zum Beispiel total verwirrt bin, muss ich zugeben. Also da weiß ich gar nicht so recht, was ist da eigentlich zu tun? Also so als allererste Schritte. Wenn wir gewerberechtlich reden, also über das Gewerbeamt, was du angesprochen hast, da gibt es auch gleich völlige Entwarnung. Derjenige, der eine PV-Anlage auf seinem eigenen Dach betreibt, der hat kein Gewerbe im Sinne des Gewerberechts, also ist nicht anmeldepflichtig beim Gewerbeamt. Das war früher mal, wurde da unterschiedliche Auffassungen vertreten, aber heute ist die ganz klare Auffassung, wenn jetzt jemand auf seinem eigenen Grundstück eine PV-Anlage betreibt, sei es jetzt auf dem Dach oder auf dem Garagedach, dann liegt kein gewerberechtliches Gewerbe vor und ist nicht gewerberechtlich anzuzeigen bei der Gemeinde. Also das heißt, die Baustelle, die entfällt völlig für den normalen, typischen PV-Betreiber. Wenn ich natürlich irgendwo eine Dachfläche anmiete, darauf eine PV-Anlage errichte und dann einspeise, dann bin ich auch gewerberechtlich mit dabei, dann muss ich auch ein Gewerbe anmelden. Also Thema Gewerberecht kann der private PV-Anlagenbetreiber abhaken, damit muss er sich nicht bemühen. Okay, das klingt schon mal gut. Und also alles, was ich nicht machen muss, finde ich grundsätzlich erstmal gut. Es lebe die Einfachheit, wir lieben einfache Lösungen, ne? Ja, das ist auf jeden Fall so. Ja, ich glaube auch, dass das, also zumindest ist das meine Erfahrung mit Leuten jetzt wie ich, die PV-Anlage selber oder sag ich mal mit Hilfe eines Elektrikers aufgebaut haben, dass die dazu tendieren, möglichst wenig Ärger oder möglichst wenig Bürokratie zu bekommen und dafür sogar bereit wären, auch viel an Einnahmen oder sowas unter Umständen abzugeben, ne? Also auch ich würde sofort sagen, ich würde meinen Strom verschenken, ich würde umsonst einspeisen, das wäre jetzt tatsächlich in meinem Fall gar nicht so wenig, aber wenn ich dafür also wirklich gar keine Bürokratie hätte, würde ich den Tausch, glaube ich, tatsächlich machen und ich kenne viele, die das auch tun würden, aber klar, da kann man jetzt drüber streiten. Ja. Das lebe die Einfachheit, ja. Genau. Und okay, also sagen wir mal, Gewerbe ist dann schon mal raus und dann bleiben mir noch die anderen zwei Steuerarten. Was gibt es da jetzt zu tun? Also was wären so die Schritte, die man dann gehen muss? Muss man das auch melden eigentlich beim Finanzamt oder
Oder wie ist dann so der Ablauf quasi für einen neuen Betreiber, der dann jetzt irgendwie sich da. Ja. Also für die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer ist es so, dass ich im Prinzip auch, also es gibt ja Stichwort Liebhaberei und Kleinunternehmer, wenn wir vielleicht das eine oder andere jetzt noch hören, ist es so, selbst wenn ich die einfachste Lösung nehme, ist die derzeitige Auffassung die, dass ich es aber nicht verhindern kann, dass ich mich steuerrechtlich beim Finanzamt registrieren lassen muss. Also das heißt, ich muss mein Gewerbe anmelden, ich muss das Unternehmen anmelden. Das passiert über einen sogenannten Gründungsfragebogen, Fragebogen über die steuerliche Erfassung eines Gewerbebetriebes. Und in dem werden im Prinzip dann die betriebsspezifischen, die anlagenspezifischen Daten abgefragt und dann wird das gemeldet. Und jetzt bleiben wir bei diesen beiden Steuerarten. Bei der Einkommensteuer, da geht es immer darum, ob ich einen Gewinn erziele. Also das heißt, in der Einkommensbesteuerung, was steuerpflichtig ist, setzt immer voraus, wenn ich, brauche ich einen Gewinn. Wenn ich mit meiner PV-Anlage nachhaltig einen Verlust erziele, dann interessiert es das Finanzamt nicht, aber das Finanzamt muss ja erstmal Kenntnis von der PV-Anlage haben. Also das heißt, da ist das große Fragezeichen der Liebhaberei. Und die andere Steuerart, die Umsatzsteuer, da ist es so, dass ich in der Praxis die gesetzliche einfachste Lösung annehmen könnte. Das ist die Kleinunternehmerregelung. Dann hätte ich umsatzsteuerrechtlich auch kein Thema. Und da ist jetzt dann aber tatsächlich zu entscheiden, ob der Betreiber einer PV-Anlage quasi eine steuerliche Subvention über die Umsatzsteuer realisieren möchte oder ob er sagt, ich verzichte lieber auf 1.000 oder 1.500 € über die Laufzeit und habe damit nichts zu tun mit dem Finanzamt bezüglich Umsatzsteuervoranmeldung oder Umsatzsteuerjahreserklärung. Das sind so die beiden Richtungen und das ist das, was dann eben im Gründungsfragebogen zu beantworten ist. Ich glaube, ich schiebe das schon 3 Monate vor mir her, in Anführungszeichen, und ich bekomme auch immer wieder Kommentare dazu, ob wir nicht mal ein Video für das Ausfüllen des Gründungsfragebogens machen. Vielleicht ist das heutige Gespräch, der heutige Tag, vielleicht mal das zündende Ereignis, dass wir es tatsächlich machen, damit man einfach mal das Formular durchgeht und sagt, da und da kann man sein Kreuzchen machen, da, wenn es möglichst einfach sein soll. Und vielleicht an der Stelle, wenn es finanziell ein bisschen steuerlich subventioniert werden soll. Ja, mit der Umsatzsteuer, das müsstest du mir, glaube ich, nochmal erklären. Also, wie könnte das denn von Vorteil sein? Also, zum Beispiel, also bei mir ist ja so, ich habe die Anlage auch wirklich alles selber bestellt und gekauft. Würde das da überhaupt irgendeinen Sinn machen oder wäre dann die einfachere Regelung sinnvoller? Der Steuerrechtler oder der Jurist sagt ja immer, es kommt auf den Einzelfall drauf an, ne? Und das ist natürlich da auch so, wobei ich mir vorstellen kann, in dem Augenblick, wo du die PV-Anlage ja selbst errichtet hast, sind ja deine Kosten relativ überschaubar gewesen. Das heißt, die Vorsteuer, über die wir reden, aus den Leistungsbezügen, also aus dem Kauf der Komponenten, hält sich ja auch in Grenzen. Also bei einer Do-it-yourself-Anlage würde ich, ohne das jetzt im Detail tatsächlich gesehen zu haben, und wenn man vielleicht noch ein bisschen den Touch hat, so wie du gesagt hast, ich möchte möglichst wenig Bürokratie haben, dann sage ich, wir machen die Kleinunternehmerregelung, verzichtet auf den potenziellen Vorsteuerabzug, der aus dem Kauf der Komponenten möglich ist, und ich habe umsatzsteuerrechtlich mit meiner PV-Anlage überhaupt nichts zu tun. Wenn ich Kleinunternehmer bin, kriege ich also keinen Vorsteuerabzug aus dem Kauf der Komponenten. Aber ich muss auch keine Umsatzsteuer bezahlen für meinen Selbstverbrauch. Wenn ich auf die Kleinunternehmerregelung verzichte, was mir das Gesetz zulässt, und ich sage, ich werde jetzt Regelbesteuerer oder ich sage immer als Vollunternehmer anerkannt, dann hat es folgende Auswirkungen. Ich kriege den Vorsteuerabzug aus dem Kauf der Komponenten und ich muss den Strom, den ich selbst verbrauche, muss ich besteuern, so als wie wenn der fiktiv verkauft werden würde. Und das muss ich über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren machen, meistens sogar 6 Jahre. Dazu hatten wir mal ein Video gemacht, Umsatzsteuer, Kleinunternehmer oder Regelbesteuerung 5 oder 6 Jahre. Das
kann man sich damit an, kann man sich in dem Zusammenhang mal anschauen. Da ist es so, ich muss eben 5 oder 6 Jahre Umsatzsteuer auf meinen Eigenverbrauch selbst bezahlen. Und die heutige Auffassung der Finanzverwaltung ist die, dass ich den Umsatz für meinen Selbstverbrauch nicht danach ermittle, was mich der Strom selbst kostet aus den Entstehungskosten, was ja bei dir wieder sehr niedrig wäre durch die Do-it-yourself-Lösung, sondern da wird die These vertreten, dass die Umsatzsteuer nach dem ja, fiktiven Einkaufspreis zu berechnen ist. Das heißt, wenn wir jetzt eine Strompreisexplosion haben und wir zahlen übermorgen für den Strombezug alle 40 Cent, dann müsste auch der Selbstverbrauch aus der eigenen PV-Anlage für die Umsatzsteuer mit 40 Cent besteuert werden, obwohl die Kosten ja für die Do-it-yourself-Anlage sehr niedrig wären. Also da bleibt dann zum Schluss gar kein Vorteil übrig oder die Pizza allenfalls. Ja, das klingt total interessant. Also tatsächlich, also wenn ich dann diese Kleinunternehmerregelung wählen würde, dann hätte ich das Problem mit dem Eigenverbrauch praktisch nicht mehr. Weil da habe ich mich nämlich gefragt, wie messe ich den überhaupt, ne? Also bei mir ist es jetzt so, ich habe den Zwei-Richtungszähler, aber ich messe ja nur, was geht rein und was geht raus. Was ich selber verbrauche, weiß ich tatsächlich gar nicht, ne? Weil innerhalb meines Stromkreises messe ich das schon, aber ich sag mal jetzt nicht mit einem geeichten Zähler, das werden die nie akzeptieren, wenn sich da macht, ne? Also Ja, ich sag mal, wir haben ja im Steuerrecht sehr häufig, wo wir mit Schätzungen tatsächlich auch arbeiten müssen. Ne? Also das ist jetzt nicht die Seltenheit. Also klar, der Arbeitnehmer, der jetzt die Werbungskosten in seiner Steuererklärung geltend macht, der arbeitet so gut wie gar nicht mit Schätzungen. Entweder hat er einen Beleg, dann wird er anerkannt, oder er hat keinen Beleg, dann wird er nicht anerkannt. Aber im betrieblichen Bereich gibt es immer wieder die Notwendigkeit, tatsächlich Besteuerungsgrundlagen oder Sachverhalte zu schätzen. Und in dem Fall müsste man ja auch zum Schluss schätzen. Also ich kann nicht sagen, ich kann es nicht besteuern, weil ich den Wert nicht weiß, sondern ich muss es im Zweifel halt eben schätzen. Und dann wird man sich eben anschauen, wie groß ist die Anlage, welche Module sind vorhanden, sind verbaut worden. Und dann wird man auf eine Schätzungsgröße schon kommen. Natürlich mit irgendeiner Bandbreite, dass das zum Schluss nicht richtig ist, ist klar, aber es ist zumindest in einem vertretbaren Maß in der Bandbreite zu berücksichtigen. Und dann wäre es tatsächlich so, und dieser Eigenverbrauch, der wäre dann eben zu besteuern bei dir. Und die Schätzung, also ich hatte das, glaube ich, mal gesehen, das ist dann halt nach so einer relativ einfachen Formel gemacht, die wäre, glaube ich, in meinem Fall von Nachteil, weil das zu viel schätzen würde, ne? Also ich habe zum Beispiel einen Teil beschattet und so weiter, das wäre viel, viel mehr, als ich eigentlich erzeugen würde. Ich meine, das sind jetzt alles keine Riesenbeträge, aber hat jetzt trotzdem mal aus Interesse. Ich hatte gelesen, dass man dann eigentlich noch einen extra Zähler braucht, um seinen eigenen Verbrauch quasi zu messen. Das wäre ja auch möglich, ne? Also, aber wenn ich jetzt quasi das selber mache, also ich habe auch da eine DIY-Lösung mit so einem Arduino, messe ich ja, was rein und raus geht, das kenne ich vom Wechselrichter, der lockt das ja auch mit. Das wäre quasi nicht zulässig oder würden die das überhaupt prüfen oder wie wäre sowas? Könnte ich auch solche Zahlen dann heranziehen? Also jegliche Schätzung, die irgendwie nicht aus dem Blauen herauskommt, sondern man sagt, man hat da irgendein Verfahren, irgendein System für sich entwickelt und so wird es anlagenspezifisch ermittelt, das wird auch der Besteuerung zugrunde gelegt. Natürlich könnte das theoretisch auch geprüft werden, aber wir reden ja da wirklich bei den PV-Anlagen um kleine Positionen, um kleine Beträge. Und dann reden wir ja auch davon, dass wir die steuerliche Auswirkung wäre ja zum Schluss nur die 19% auf den Entnahmewert. Also es relativiert sich oder wird ja immer kleiner, die Geschichte. Und ob jetzt die Umsatzsteuer 80 Euro höher ist oder niedriger ist im Jahr, da muss man ein bisschen die Wirtschaftlichkeit auch betrachten. Also da wird kein Betriebsprüfer vor Ort kommen, um das festzustellen. Es muss halt plausibel sein. Und dann wird das in der Praxis auch abgewunken. Also zumindest, wenn das in der Kanzlei erstellt wird, dann ist da sicherlich irgendwas dabei, wo das Finanzamt auch anerkennt und das absegnet. Ja, interessant. Ja, du hast es, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Liebhaberei. Könntest du da vielleicht auch noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Das ist, ich habe auch die Grenze. Ab wann ist es das denn? Ich habe jetzt 10 Kilowatt Peak im Kopf, aber
Ja. Also das Thema Umsatzsteuer hätten wir jetzt erledigt. Also quasi nochmal vielleicht zusammenfassend, der die Einfachheit liebt, der bleibt Kleinunternehmer, der verzichtet halt vielleicht auf 500.000 oder 1.500 Euro Vorsteuerüberschuss, die er über die Laufzeit von 5 oder 6 Jahren geltend machen kann. Ansonsten wäre er eben die in der Regelbesteuerung drin mit den Erklärungspflichten für Voranmeldung und Umsatzsteuererklärung. Und das muss eben dann im Einzelfall ausgerechnet werden, um dann eine Entscheidung zu haben, will ich das oder brauche ich das oder ich lasse es einfach sein. Das wäre das Thema Umsatzsteuer. Und jetzt hast du das Thema Liebhaberei angesprochen. Ich muss jetzt deshalb schmunzeln, weil diese Kleinunternehmerregelung, Regelbesteuerung und Liebhaberei, das wird immer alles in einen Topf geworfen. Oder es wird gefragt, was hat die Liebhaberei mit dem Kleinunternehmer zu tun oder mit der Regelbesteuerung? Und kann ich wieder zurückgehen zur Kleinunternehmerregelung, wenn ich die Liebhaberei wähle? Und da muss man wirklich völlig abstrakt denken. Also das mit, was wir eben besprochen haben, Kleinunternehmer, Regelbesteuerung, das ist die Umsatzsteuer. Und die wird in keinster Weise, kleine Ausnahme, in keinster Weise tangiert von der Liebhaberei aus der Einkommensteuer. Also das heißt, da muss man wirklich einen Cut machen und sagen, das ist Umsatzsteuerbaustelle und das ist die Einkommensteuerbaustelle. So, jetzt komme ich aber zu deiner Frage zurück Nee, wegen der. das ist total hilfreich. Also vielen Dank schon mal dafür. Das war jetzt für mich schon wieder neu. Ja, also ich Ne, aber sagte es. genau was du sagst, also das sind immer diese Dinge, man hört und das wird alles in einen Topf geworfen. Also das ist super hilfreich. Also nee, Okay, dann also. jetzt, also das war schon super. Vielen Dank. Wenn ich dich nicht langweile, dann ist es okay. Nee, nee, überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil. Liebhaberei in der Einkommensteuer. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, in der Einkommensteuer werden ja nur Gewinne normalerweise besteuert. Ich kann in der Einkommensteuer einen Verlustbetrieb nicht berücksichtigen. Ein Verlustbetrieb würde ja dazu führen, dass das Steuersubstrat, mein Einkommen, geschmälert wird und dadurch weniger Steuern zu zahlen ist. Da hat der Fiskus ja keine Lust drauf. Der Fiskus will Einkünfte besteuern. Und wenn jetzt jemand nachhaltig immer wieder Verlust macht, dann würde er ja sein Einkommen mindern. Wie gesagt, das ist steuerrechtlich kein Substrat, was verrechnet werden kann. Und deswegen bleiben solche Verlusttätigkeiten bei der Besteuerung außen vor. Und diese Verlusttätigkeiten, die werden eben als Liebhaberei bezeichnet. Ich betreibe den Betrieb trotzdem, obwohl er Verlust erwirtschaftet. Aus Liebhabergründen. So. Und jetzt hat die Finanzverwaltung eines gemacht. Vielleicht ein Problem der Gewaltenteilung auch. Weil wir haben ja einen Gesetzgeber, der ein Gesetz macht und wir haben die Verwaltung, die die Gesetze umsetzt. Und jetzt hat die Finanzverwaltung im Juni 2021 gesagt, was positiv ist, muss man wirklich sagen, was positiv ist. Bei PV-Anlagen bis 10 kW unterstellen wir gesetzlich eine Liebhaberei. Das hat die Folge, dass der Steuerpflichtige, wenn er denn das möchte, sich auf diese Liebhaberei berufen kann und das Finanzamt dann eben diese Einkünfte aus der PV-Anlage völlig ausblendet und ignoriert. So. Und jetzt noch kurz die Umsatzsteuer aufgegriffen. Wenn ich jetzt die einfachste Lösung für mich als PV-Anlagenbetreiber möchte, dann kann ich in der Umsatzsteuer den Kleinunternehmer wählen, muss ich da nichts mehr abgeben. Ich kann in der Einkommensteuer die Liebhaberei wählen und muss da auch nichts mehr abgeben. Dann bin ich im Prinzip steuerrechtlich da außen vor. Und die Finanzverwaltung hat jetzt natürlich irgendeinen Maßstab finden müssen. Wo ist noch die Liebhaberei verwaltungstechnisch, dass wir sagen, das ignorieren wir einfach, das blenden wir aus. Und da hat die Finanzverwaltung 10 kW genommen. Gewürfelt, behaupte ich jetzt mal. Ja, vielleicht nicht ganz gewürfelt. Vielleicht hat man sich daran orientiert, bisschen, was so diese typischen Anlagengrößen ist auf den privaten Dächern, wo die PV-Anlage im Prinzip primär wirklich dazu dient, den Eigenverbrauch oder den Eigenstrom zu erzeugen. Und dann hat man eben gesagt, okay, bis 10 kW machen wir eine verwaltungsvereinfachende Regelung für diese Liebhaberei. Und das Schöne daran ist, theoretisch könnte ich sogar Gewinne erzielen und das Finanzamt würde sie nicht besteuern, weil sie einfach sagt,
bei 10 kW prüfen wir nicht, ob eine Liebhaberei vorliegt oder nicht. Also bis 10 kW kann ich meinen Joker ziehen und sagen, ich beantrage die Liebhaberei und bin steuerrechtlich außen vor in der Einkommensteuer. Ah ja, das ist interessant. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Und zwar habe ich mich immer gefragt, die 10 kW, worauf beziehen die sich? Also ich, zum Beispiel bei mir ist es so, ich mache sowas, das nennt sich Overpaneling. Mein Wechselrichter kann nur 10 kW. Und jetzt wird es noch komplizierter, er kann sogar nur 5 kW einspeisen und 5 kW in den Akku. Also rein theoretisch ans Netz kann ich nur mit 5 kW gehen, mehr kann der einfach nicht. Okay. Da können aber 10 kW an Panels dran. Also da wäre jetzt zum Beispiel die Frage, oder, und jetzt wird es auch nochmal interessant, man kann bei vielen Wechselrichtern sogar mehr Panel dran machen, also dann zum Beispiel 11 kW, obwohl er nur 10 erlaubt, was mir dann im Sommer natürlich dann zu einem Schnitt führt, ne, das nehme ich dann nicht ein, aber im Winter habe ich dann nochmal so ein bisschen mehr Reserve halt. Das machen relativ viele Leute, nochmal so 10, 20% Reserve, das ist auch sowas ganz Typisches. Weißt du, wie, also bezieht sich diese. Also allein, also alle Sachen, die es da irgendwie gibt oder sowas wie die Liebhaberei, bezieht sich dann das auf den Peakwert oder auf den Wechselrichter? Oder da frage ich mich immer, das ist ja ein Riesenunterschied, ne? Also weißt Ja, du also das? ich glaube ja. Also ist deshalb so blöd, weil egal welchen, geh mal zu irgendeinem Netzbetreiber und frag, was ist die installierte Leistung? Also im EEG gibt es ja in Paragraph 3 die Begriffsdefinition und da steht auch, was die installierte Leistung ist. Der Steuerrechtler hat jetzt natürlich so ein bisschen das Problem, installierte Leistung. Das steht nicht im Steuergesetz, ist auch nicht irgendwie definiert. Es wäre natürlich schön, wenn die Finanzverwaltung gesagt hätte, 10 kW, wir gehen auf die Nennleistung der Module beispielsweise. Dann würden diese Rechtsgebiete nicht vermischt werden. Und immer wenn man ja in einem fremden Rechtsgebiet fischt, dann wird es natürlich ein bisschen unsauber. Insbesondere dann, wenn in dem Rechtsgebiet es schon unklar ist, was es denn eigentlich ist. Weil wenn ich da unterschiedliche Netzbetreiber anfrage, bekomme ich tatsächlich auch unterschiedliche Meinungen dazu. Wenn ich auf der Clearingstelle EEG auf der Internetseite schaue, da heißt es da, dass die Bestimmung der Leistung bzw. installierte Leistung, das ist auch das Begriffspaar, was die Finanzverwaltung verwendet hat. Bei Solaranlagen kommt es auf die elektrische Nennwirkleistung der Module im Sinne der Legaldefinition an, bla bla bla. Also auf die Leistung in Gleichspannung, die die Anlage bei bestimmungsgemäßem Betrieb technisch erbringen kann. Auf die Wechselrichterleistung sowie auf die Einspeiseleistung kommt es hingegen nicht an. Also das heißt, in dem Fall, jetzt übertrage, jetzt bin ich nicht der Techniker, aber dann wäre es so, dass tatsächlich die Module, die installierten Module maßgebend wären. Selbst dann, wenn ich jetzt eben Ost-West-Dach habe, wo ich sage, ja, auf die Nennleistung komme ich sowieso nie, die sowieso nur Labor, sind eh nur Laborwerte. In der Praxis, wenn ich auf 85% komme, ist gut. Und wenn ich ein Ost-West-Dach habe, komme ich noch auf weniger. Aber nach der Definition wäre im Prinzip also die 10 kW-Grenze nach dem Nennwert der Module auszurichten. Aber man muss auch sagen, es gibt auch andere Auffassungen, die sagen, ja, wenn der Wechselrichter nur 5 kW einspeisen kann, dann sind es nur die 5 kW. Aber diese Auffassung ist meines Erachtens tatsächlich nicht richtig, weil es geht ja darum zu sagen, okay, ich habe kleine PV-Anlagen, die will ich im Prinzip befreien. Und ich möchte nicht befreien, zumindest war das nicht die Intention der Finanzverwaltung, ich möchte nicht befreien Leute, die eben nur 3, 4 oder 5 kW einspeisen, sondern die haben gesagt, wir möchten eben kleine PV-Anlagen befreien. Wie gesagt, das Einzige, was noch schön wäre, wäre gewesen, wenn sie gesagt hätten, wir hängen uns jetzt vielleicht nicht auf die EEG-Definition, sondern wir bestimmen das als Steuerrechtler selbst und sagen, das sind eben die verbauten Module und das ist eben die Nennleistung, die für uns maßgebend ist. Ja, aber dann gut, dann klingt das ja so, als wäre das einfach die Kilowatt-Peak-Leistung und dann, da kann man ja erstmal was mit anfangen dann, ne? Dann ist es das wahrscheinlich so, wie ich dich jetzt Ja, verstanden also habe. und dann ist es ja so, diese Liebhaberei, das von der Finanzverwaltung ist ja jetzt tatsächlich eine Verwaltungsvereinfachungsregelung, wo sie sagen, wir kümmern uns gar nicht drum, ob Gewinn oder Verlust erzielt wird. Bis 10 kW nehmen wir einfach einen Totalverlust oder eine Liebhaberei an.
Davon unbenommen ist natürlich die Situation, wenn ich eine 15 kW-Anlage habe, kann ich ja trotzdem Liebhaberei haben. Und wenn ich jetzt die einfache Lösung möchte, dann kann ich eben über eine Einzelfallprüfung auch schauen, zu sagen, mache ich jetzt mit meiner PV-Anlage über die nächsten 20 Jahre, wenn ich das als Nutzungszeitraum betrachte, mache ich da einen Gewinn oder mache ich einen Verlust? Und wenn ich in diesem Prognosezeitraum über die 20 Jahre auf einen Verlust komme, dann bin ich auch in der Liebhaberei außerhalb dieser Verwaltungsvereinfachungsregelung. Und typischerweise ist es tatsächlich so, dass wenn ich über 10 kW bin, also die Finanzverwaltung lehnt beispielsweise ja die Liebhaberei ab, wenn ich 10,1 kW habe. Also das ist wirklich der Lauf am Fels. Wenn ich drüber bin, bin ich drüber. Und wenn ich eben 12 kW habe und ich entnehme überwiegend Strom für eigene Zwecke, dann ist es so, dass ich meistens in der Liebhaberei doch bin, obwohl ich über 10 kW in der Anlage habe. Und wer auch da wieder die Einfachheit liebt, der kann sich eben so eine Prognoseentscheidung einmal erstellen und wäre dann erstmal auch steuerrechtlich außen vor. Nö, alles gut, habe ich verstanden. Interessant. Ja, ist spannend. Das hätte ich jetzt gar nicht gewusst, auch wieder. Das ist total interessant. Ist das kompliziert, so eine Prognose dazu machen? Gibt es da irgendwie auch Möglichkeiten, Vordrucke? Oder kann man dich auch fragen dann? Ja, also wir beraten keine PV-Anlagenbetreiber, weil das einfach von dem Volumen gar nicht machbar ist in der Kanzlei. Und wir haben vorhin schon mal über Schätzungen gesprochen. Kann geschätzt werden oder nicht? Und es ist natürlich klar, wenn ich eine Prognose erstelle auf 20 Jahre, dann bin ich natürlich voll in der Schätzung drin. Aber das ist trotzdem okay, wenn die Schätzung plausibel ist und das heute der Stand der Dinge abbildet und ich aufgrund der nachvollziehbaren Werte der Leistung, der Einspeise, Vergütung oder der Kosten, die ich mit der PV-Anlage habe, dann wird das auch abgesegnet, wenn das vernünftig ist, wenn ich in die Liebhaberei gehe. Wir haben dazu ein Video, auch bei uns auf dem Videokanal zur Liebhaberei größer als 10 kW. Und wir haben da auch ein kleines Tool, was wir allerdings gegen eine kleine Aufwandsentschädigung von 10 € anbieten, wo man im Prinzip so eine Prognoseberechnung machen kann. Und da ist dann noch so ein Schriftsatz mit dabei. Wenn die Prognose letztendlich das Ergebnis des Verlustes ausweist und man eben diese Liebhaberei möchte, dann kann man damit letztendlich die Liebhaberei beim Finanzamt beantragen, auch wenn ich im Prinzip über diesen 10 kW bin. Also 15, 18 kW ist typischerweise völlig unproblematisch, da einen Verlust zu realisieren. Und also ich bin so wie du. Ich liebe die Einfachheit im Leben und alles, was einfach ist, ziehe ich. Und es kommt aber natürlich auf den Einzelnen an. Der eine sagt, für mich sind 100 € viel und ich nehme den Aufwand in Kauf, weil ich am Wochenende eh nichts zu tun habe. Und andere sagen, nee, also wegen 100 € fange ich jetzt nicht an, mir irgendwie Gedanken darüber zu machen. Die will ich nicht. Ich liebe die Einfachheit. Ja, klar, das sehe ich auch so, das ist total individuell und wahrscheinlich auch einfach mit dem persönlichen Zeitrahmen, den man da irgendwie noch hat oder Ja. zur Verfügung hat, hängt das dann stark zusammen. Der ist bei mir Oder es echt. ist einer, der hat so ein Faible, der das toll findet, letztendlich das Klar. zu machen. Der sagt, ich finde das gut. Und man muss natürlich auch eines zugeben. Man liest ja auch ja, wenn man sich mit den PV-Anlagen beschäftigt, liest man mit 7G, AFA und Investitionsabzugsbetrag und Verluste generieren. Wenn ich mich auf die Schiene setze, Liebhaberei, bin ich natürlich in der Einkommensteuer völlig draußen. Dann stellen sich natürlich auch nicht die Frage Investitionsabzugsbetrag. Also mit dem Investitionsabzugsbetrag kann ich beispielsweise 50% der Anlagenkosten vor der Investition im Jahr vor der Investition steuerrechtlich als Verlust geltend machen. Ja, und wenn ich eine PV-Anlage von 20.000 € kaufen möchte im Jahre 2023 beispielsweise, dann kann ich in meiner Steuererklärung 2022 eben einen Investitionsabzugsbetrag von 50% der Anlagenkosten als Verlust geltend machen. Ja.
Dieser Verlust mindert natürlich meine Einkommensteuer und das findet jeder natürlich erst einmal, wenn man es so sagen darf, geil und das möchte man mitnehmen. Aber dann bin ich natürlich raus aus der Liebhaberei, dann bin ich eben auf der Schiene der Besteuerung des Einkünfte aus Gewerbebetriebes und muss das dann auch nachhaltig im Prinzip versteuern. Und dann sind natürlich die Einkünfte, die ich danach erziele, auch höher, weil die Anlagenkosten ja quasi zu 50% schon vor der Inbetriebnahme steuerlich sich ausgewirkt haben. Und dann ist natürlich die Chance, dass hinten draus dann eben den Gewinn, zumindest für diese Jahre entsteht, ist ja dann nachvollziehbar. Und da muss man sich dann halt tatsächlich entscheiden, ob man das möchte oder eben sein lässt. Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Aber es klingt eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man das jetzt alles mal ordentlich und sachlich mal erklärt bekommt. Aber es klingt zumindest so, als hätte ich auch wirklich die Wahl, ne? Will ich es einfach haben oder möchte ich dann lieber mehr rausholen steuerlich? Dann muss ich mir dann halt auch mehr Mühe machen, was ja okay ist. Also das muss man jetzt auch nicht alles irgendwie kritisieren. Das klingt ja eigentlich ganz okay. Also weiß ich nicht, bin da jetzt doch eher positiv überrascht, muss ich zugeben. Ich hab in unserem Video vom letzten Wochenende ging es ja um das Osterpaket vom Habeck und da ging es auch darum, sollte ja die 30 kW-Grenze, hatte die CDU/CSU, die Fraktion, einen Entschließungsantrag gestellt, der wurde im Ausschuss abgelehnt und der Bundestag hat jetzt aber eine Entschließung an die Bundesregierung beschlossen, es mal zu prüfen, ob denn die 10 kW gegebenenfalls auf 30 kW anzuheben ist und da geht es letztendlich auch darum, wo wir sagen, ja, eben, wir brauchen eine einfache Lösung und vielleicht ist das Steuerrecht, ist das ein Hemmnis. Aber ich habe dann in dem Video die Auffassung vertreten und die vertrete ich auch tatsächlich, also jetzt nicht nur politisch, sagen, das Steuerrecht ist eigentlich natürlich jetzt nicht mehr das große Hemmnis. Die Finanzverwaltung hat durch die Verwaltungsvereinfachung der Liebhaberei mit der 10 kW-Grenze ja wirklich einen riesen Bodensatz schon mal erledigt. Wer das möchte, fliegt damit raus. Und wer es nicht möchte und ist über der 10 kW, der kommt in 95% aller Fälle, kommt er auch aus der Einkommensteuer raus, aus der Liebhaberei. Oder durch die Liebhaberei kommt er aus der Einkommensteuer raus. Und ich habe dann geäußert, dass obwohl jetzt diese 30 kW Erhöhung im Osterpaket nicht drinnen ist, sollte uns das aber nicht davon abhalten, jetzt zu sagen, ach, ich mache jetzt keine PV-Anlage wegen dem Steuerrecht. Wenn man sich mal damit beschäftigt und es strukturiert, dann ist es natürlich gar nicht so viel Aufwand. Aber ich geb jedem Recht, der sagt, boah, Steuerrecht ist für mich sowieso ein schwarzes Tuch und ich will nichts damit zu tun haben, dann ärgert es oder stört das letztendlich. Aber jetzt als auf fachlicher Ebene betrachtet, sagt man, das kann es nicht sein, dass das im Prinzip die, ja, Energiewende blockiert, das Steuerrecht. Also da hat sich in den letzten Monaten echt viel getan. Ich glaube, es ist auch, also das klingt auch wirklich nicht so, dass ich glaube, es ist eher die Unsicherheit und auch die Unwissenheit, so wie Ja, ich ja. jetzt wirklich einfach dastehe und du liest im Internet, du versuchst eine gute Anleitung zu finden und du findest wirklich 10 verschiedene Aussagen und am Ende stehst du da mit einem großen Fragezeichen über dem Kopf. Und ich glaube, das ist so das große Problem. Vielleicht auch gerade wegen dieser permanenten Änderung, dass es so ein bisschen undurchsichtig wird, wenn man sich natürlich nicht so aktiv damit beschäftigt, ne? Ja, Ja, und ich, ja. vielleicht gerade noch ein Satz dazu. Das kommt eben auf den Typus an. Und deswegen ist es auch schwierig zu sagen, das ist die richtige Lösung oder das ist die richtige Lösung, weil beide Lösungen richtig sein können, eben für den Einzelnen. Du sagst jetzt, ich will mit Steuerrecht nichts zu tun haben. Dann sage ich, komm, wir machen bei dir die Kleinunternehmerregelung und die Liebhaberei und das Thema Steuern ist für dich erledigt und jeder ist glücklich und das ist für dich die richtige Lösung. Und der andere sagt aber, boah, wenn ich da über die nächsten 5 Jahre 500 € gut mache, dann will ich die mitnehmen. Und das ist im Prinzip, man hat es auch schon manchmal gelesen, die Kompliziertheit kommt nur aus der Gier heraus, weil ich im Prinzip diese 500 € oder 1000 € natürlich nicht verschenken möchte. Was ich aber jetzt auch nicht verurteilen will, weil 1000 € sind eben 1000 €. Und da ist es eben das Schwierige und deswegen gibt es keine eindeutige Antwort, dass das richtig ist oder das andere richtig ist, sondern tatsächlich auf dem Einzelfall zu beurteilen ist. Und jetzt vielleicht noch ein Satz zu den Steuerberatern.
Und da ist es natürlich auch das Problem. Also, und das ist tatsächlich ein praktisches Problem. Jetzt hat man einen PV-Anlagenbetreiber, der 11 kW hat. Um das richtig zu beraten, muss man ja im Prinzip alles durchrechnen, alles durchprüfen. Das heißt, da ist im Prinzip schon Zeitaufwand erforderlich. Und da ist natürlich wieder die Spanne oder das Problem. Einen haben die Steuerberater eh keine Zeit, weil die übermäßig belastet sind. Jetzt haben wir ja noch die Grundsteuer vor der Türe, die zu erledigen ist. Und dann kostet das natürlich auch Geld. Und da ist natürlich dieser Widerspruch da, dass ich sage, also ich kann mich eigentlich gar nicht beraten lassen, weil ich keinen Termin bekomme oder weil der Berater da 350 Euro dafür haben will. Und das ist so ein bisschen das Dilemma tatsächlich, was wir in der Praxis haben. Okay, ja, das ist nachvollziehbar, ja. Ja, ist interessant. Ja, trotzdem, also ich meine, man kann sich natürlich auch selber damit befassen und versuchen, da durchzusteigen. Ich denke, es gibt ja auch so schon hier und da Hilfen, also ich denke, es ist möglich. Aber ja, wie du schon sagst, ist halt sehr typabhängig. Und ich würde jetzt sagen, wenn ich ein Typ bin, der sich an sich sehr damit Steuer auseinandersetzt und das Ganze dann machen möchte, der hat da vielleicht auch schon seine Connections oder hat schon einen Steuerberater, der das dann vielleicht mitmachen kann oder sowas, dass man das dann Genau, irgendwie. ja. Ne, das genau. Also, du hattest ja in der letzten Woche ein Video über Do-it-yourself-Balkonanlage. Da ist natürlich steuerrechtlich gar nichts, ne, weil da bist du ja sowieso unter der 10 kW-Grenze. Also, das heißt, da würde sich steuerrechtlich überhaupt nichts tun. Da muss man gar nichts machen. Und ja, ich glaube, das war im aktuellen Video von dir, war ja auch, wo du gesagt hast, naja, es geht ja sogar mehr wie 600 kW, je nachdem, wie die Leitung geschaltet ist oder ob die Leitung frei ist. Also auch da, das ist steuerrechtlich völlig irrelevant. Also das heißt, alles, was da irgendwie geht, wo man sich nutzen kann, würde man ja empfehlen zu nutzen, ne? Ja, klar. Ja, ich würde jetzt auch sagen, bei so Balkonsolar, das sind ja so kleine Beträge oder das ist ja echt Quatsch, ne? Ja, Da wäre es genau. halt eher schöner, wenn man die Leute ein bisschen vergüten würde. Ich glaube, der Volker Quaschning hatte das mal vorgeschlagen. Man könnte ja zum Beispiel in einer Balkonsolaranlage, gibt es da einfach, was weiß ich, ein paar Euro pauschal im Jahr oder sowas. Ne? Das kann man ja wahrscheinlich einmal so über die Bank mitteln und dann passt das. Also das wäre ja wahrscheinlich relativ fair und würde sich dann für die Leute wesentlich mehr rentieren. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Na gut, wobei das Thema natürlich genauso interessant ist, zu sagen, was wäre denn jetzt der richtige Weg letztendlich? Also jetzt aus steuerrechtlicher Sicht vielleicht da einen Satz dazu zu verlieren, wäre es natürlich so, also der Steuerberater, mal ehrlich, der sagt, was hat der PV-Anlagenbetrieb mit dem Steuerrecht zu tun? Also natürlich hat er was mit dem Steuerrecht zu tun, aber der Steuerberater braucht das auch nicht in seiner Kanzlei. Das ist nur Aufwand. Hat niedrige Gegenstandswerte, bringt kein Honorar und ist noch risikoanfällig, wenn irgendetwas passiert. Jetzt gab es ja, hat ja die EU beschlossen, dass es Steuerbefreiungen möglich gibt für die Lieferung von Solarpanelen, wo ich gesagt habe, ja, das ist ja toll, da könnte man das über die Art und Weise machen. Ja, dann fängt man natürlich wieder das Überlegen an und sagen, naja, was war denn jetzt mit der Mineralölsteuer ab 1.7.? Die hat man ja nicht wirklich dann gemerkt an der Tankstelle. Und insofern zweifle ich im Moment tatsächlich dran zu sagen, also was würde es denn bringen, wenn das übermorgen mit 7% besteuert werden würde? Wahrscheinlich kommt beim Investor gar nichts an oder nicht viel an. Und da wäre es aus meiner Sicht natürlich tatsächlich schön, wenn man das in irgendeiner Art und Weise über einen einmaligen Zuschuss, über eine Förderung, weil wir wollen das ja alle, dass wir diese Richtung gehen, mit der Energiewende. Und der Staat ist ja auch bereit, da Geld in die Hand zu nehmen. Sonst würde das mit der Umsatzsteuer beispielsweise auf den Batteriespeicher schon längst gestrichen sein. Also das heißt, da besteht eine Bereitschaft. Und da wäre natürlich so aus steuerrechtlicher Sicht, wäre für uns das Schönste zu sagen, das läuft über die KfW oder über irgendeine Förderbank. Da gibt es eine Anlage, die wird einmalig bezuschusst, das wird ausgezahlt und damit wäre die Sache erledigt. Also das wäre wirklich eine Vereinfachung aus meiner Sicht. Ja, ist interessant, so ein spannender Gedanke nochmal. Wobei ich mir nicht sicher bin, ich glaube, bei dem Tankrabatt war es ja so, dass die Preise so massiv schwanken, dass es halt sehr schwierig ist, da überhaupt irgendwie einen Anstieg festzustellen. Also so rein mathematisch einfach, das verschwindet im Grundrauschen sozusagen.
Ich würde jetzt denken, dass es bei PV-Modulen vielleicht nicht ganz so einfach ist, weil die dann doch etwas konstanter sind, was die Preise angeht. Aber klar, das kann passieren, ne? Also kann ja auch über einen längeren Zeitraum passieren, ne? Die wissen ja schon, wie es geht. Und man hat ja da gesehen, irgendwie, das wird dann aufs Kartellamt geschoben und die sind dann im Prinzip aber auch mehr oder weniger machtlos und Los, ja. das ist dann halt irgendwie ein bisschen traurig, ja. Also klar, das wär natürlich wirklich, wirklich schade, wenn man das irgendwie verpatzen würde, ja. Weil im Prinzip wird das bedeuten, dann geht ganz, ganz viel Steuergeld nach China am Ende, ne? Ja, in irgendeiner Kette letztendlich wird dann halt im Prinzip die Marge etwas höher, wird Genau. höher werden, was letztendlich dann aber natürlich auch nicht mehr nachvollziehbar ist, wo es letztendlich dann ankommt. Aber da bin ich jetzt kein Volkswirt und kein sitze nicht im BMF schreiben, was das Steueraufkommen ermittelt oder die Auswirkungen hat. Das ist im Prinzip ja eine Einschätzung eben vom Alltag letztendlich hier. Ne? Ja, klar. Ach, das ist jetzt auch eigentlich wieder ein ganz anderes Thema. Ja. Nee, aber ja, ich glaube, das war es schon von meinen Fragen. Ich fand das extrem hilfreich, muss ich sagen. Also, es hat mich jetzt persönlich schon wahnsinnig weitergebracht. Bin mir sehr sicher, dass das viele Zuschauer auch total spannend finden werden. Freut mich. Alle Links, alles, was du hier gesagt hast, was ich irgendwie verlinken kann, steht unten in der Beschreibung. Also, unbedingt reingucken, draufklicken, wenn ihr da Interesse habt. Besucht seinen Kanal, ist sehr empfehlenswert. Und ja, ich glaube, bald irgendwann, wenn es dann soweit ist, tauche ich bei dir auch nochmal auf und kann dir vielleicht ein bisschen bei der Technik helfen bei manchen Fragen, ja. Genau. Du musst mal aufklären, was denn wie das denn funktioniert. Insbesondere bei den Batteriespeichern gibt es da ja völlig unterschiedliche Auffassungen und Thesen. Auch wenn es um Cloud-Speicher geht, wird ja immer vertreten, ja, meine Batterie ist netzdienlich, weil sie letztendlich in der Cloud hängt oder in der Cloud genutzt wird. Aber das ist ja technisch gar nicht oftmals so, wie das dargestellt wird. Nee, oft ist Da brauche das. ich mal einen Fachmann. Ja, also müsstest du mit Cloud-Speichern, müsste ich mich auch nochmal einlesen, weil auch da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Systeme. Also ich glaube, manchmal ist es, soweit ich weiß, eigentlich nur so ein Zahlenspiel und manchmal ist es, glaube ich, wirklich Hardware, die dahinter steht. Das muss man, glaube ich, ganz strikt trennen irgendwie. Müsste mich aber auch nochmal einlesen. Aber ja, das machen wir dann, wenn es soweit ist. Da freue ich mich schon drauf, bin auch sehr gespannt drauf. Und ja, bedanke mich bei dir für die tollen Auskünfte und ja. Ja, und ich sage danke für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Dann Mach's gut. ciao. Servus. Tschüss.